Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von Planet Zoo und das Ganze im Franchise-Modus. Den Franchise-Modus habe ich jetzt noch gar nicht angefasst, seit das Originalspiel rausgekommen ist. Ich habe eigentlich nur im Sandbox-Modus ausprobiert und so ein bisschen in der Karriere gespielt und ich bin jetzt mega gespannt auf den Franchise-Modus. Wir klicken einfach mal drauf und gucken mal, was uns erwartet. Ich habe mir auf jeden Fall schon ein Motto für unseren Zoo gesetzt und das ganze Motto ist Ostasiatisch. Dafür gibt es natürlich auch schon viele Themensachen und sowas und Deko-Elemente. Dadurch sollte das Gestalten später in unserem Zoo um einiges einfacher werden. Was haben wir denn jetzt hier? Willkommen bei deinem Franchise. Wie möchtest du es nennen? Keine Sorge, wenn dir der Name nicht mehr gefällt, kannst du ihn später noch ändern. Ja Leute, habt ihr eine gute Idee für unseren Zoo? Einen guten asiatischen, ostasiatischen Zoonamen? Falls ja, schreibt ihr mal gerne in die Kommentare. Ich werde den später auf jeden Fall dann noch ändern. Ich nenne den jetzt erstmal... Wartet mal. Ich habe drei Katzen. Die eine heißt Suri, die andere heißt Mila, die andere heißt Yuna. Kann man daraus was bilden? Suri, Mila, Suri, Yuna? Nee, das ist ein ganz komischer Parkname. Keine Ahnung, Leute. Schreibt was in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Wir nennen erstmal Dandy-Zoo. Klassiker. Aber wir wollen natürlich wirklich einen Zoonamen später haben. Dann benennen wir das Ganze einfach um. Oh, okay. Wir haben 800... von den Arterhaltungspunkten. Haben wir jetzt 100 bekommen, weil wir uns eingeloggt haben wahrscheinlich. Können wir dann hier bearbeiten. Ah, hier kann ich den Namen bearbeiten. Sehr gut. Besucherstatus, Franchise schließen. Ja, hier stehen so einige Infos. Ich habe halt mich noch gar nicht damit beschäftigt. Aber wir kaufen uns jetzt für $100 einen neuen Zoo. Und ich habe ja schon gesagt, wir wollen ostasiatisch machen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall ostasiatisch. Ich glaube, ich werde Tiger oder Tundra machen. Ich glaube Tiger. Tiger-Asien, ja, das klingt gut. Muss ich jetzt nochmal 100 erstellen? Ach nee, das habe ich noch gar nicht bezahlt. Ach, hier muss ich den Zoo jetzt schon benennen. Ich hoffe, das können wir noch umbenennen, Leute. Ich hoffe es. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das ist ja nur ein paar Buchstaben auf einem Blatt Papier, sage ich mal. Wir können den Zoo ja dann hier rein optisch ganz normal nennen. Ja, das größte Problem ist natürlich jetzt, ich würde jetzt gerne... direkt anfangen und schön bauen, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass der Zoo wirtschaftlich ist und dass wir Geld reinkriegen und dass wir vor allem hier diese Mitarbeitereinrichtungen und sowas haben. Also der Hintergrund ist jetzt erstmal relativ schnieke. Ich glaube, dass unser Motto, weil wir können hier die Temperatur und sowas nicht ändern, ich glaube, dass das Motto oder dieses Tiger-Dingsbums relativ schwierig ist, weil es hier auch ab und zu mal schneit und das muss man natürlich auch berücksichtigen in der Gehegegestaltung mit Heizung oder... Ja, Kühlsachen werden wir nicht brauchen, aber Heizkörper halt. Ja, ich schaue jetzt erstmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier anfangen, ob wir schon irgendwas Ostasiatisches freigeschaltet haben. Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Das ist natürlich doof, Leute, weil das müssen wir gleich unbedingt erforschen. Deswegen können wir jetzt eigentlich erstmal grob mit der Weggestaltung können wir aber schon mal anfangen, so wie ich später haben möchte. Ich nehme, glaube ich, diese Wegfarbe, die ist ganz cool. Welche würde denn noch in Frage kommen für mich? Ich mache mal kurz hier 90 an, damit wir gerade bauen. So dünn will ich gar nicht gehen. Jetzt habe ich Mist gebaut. Das hat mir zu viel entfernt. Den finde ich eigentlich ganz gut. Der hier würde auch noch gehen. Das ist so ein Kiesweg. Mit dem? Nee, der eher nicht so. Der hier vielleicht noch. Und Holz finde ich auch eigentlich immer relativ passend. Aber so als Hauptweg will ich kein Holz haben. Ich denke mal, ich nehme den hier erstmal. Aber den kann man ja auch ohne Probleme später noch ändern. Ich glaube, ich werde erstmal mit so einem Kreis einfach anfangen. Da würde ich jetzt was sagen, ne? Ich will aber auch nicht zu weit vorne anfangen, aber auch nicht zu weit hinten mit dem Kreis. Wie machen wir das denn? Ich habe schon so ein bisschen einen Plan im Kopf, sage ich euch. Also ich möchte so einen kleinen Brunnen wieder bauen später, so einen Brunnen. Deswegen mache ich mir mal ganz kurz hier eine, damit wir die Größe vom Brunnen später ein bisschen im Kopf haben, mache ich mir schon mal so einen runden Kreis, den werden wir aber wieder entfernen. So groß wird dann später circa der Brunnen werden. Das ist ja eine ganz normale Größe. Die sollten wir dann auch mit den ostasiatischen Sachen einhalten können. Aber wir müssen die unbedingt gleich erforschen, damit ich heute noch anfangen kann zu gestalten. So, wenn wir den jetzt meinetwegen... relativ mittig hier hin platzieren, dann ist das schon mal gut. Jetzt haben wir nämlich einen guten Anhaltspunkt. Ich weiß nicht, ob das zu weit vorne ist. So mache ich das ungefähr, denke ich mal, von der Distanz her.
Und jetzt muss ich hier einmal den Weg noch so ein Stückchen entfernen, weil ich möchte jetzt hier einmal kreisrund herumbauen. Falls ihr es nicht wusstet, wenn ihr nicht diese Einrastpunkte hier haben wollt, wie ihr hier seht, dann müsst ihr einfach STRG gedrückt halten. Damit könnt ihr das Ganze so ein bisschen umgehen. Hier seht ihr es jetzt. Oh. Jetzt kann ich hier komplett nah rangehen an den Weg und den rein theoretisch hier neu platzieren. Also so, wenn man das so haben möchte. Müsst ihr einfach STRG gedrückt halten, während ihr den Weg platziert. Und dann funktioniert das Ganze. Ist teilweise sehr, sehr hilfreich. So, jetzt bauen wir hier einmal kreisrund herum rum. Ungefähr einmal so gut wie es geht um dieses Teil herum. Hier benutze ich jetzt nämlich zum Beispiel auch die STRG-Taste, damit ich einfach mir weitere Einrastpunkte sozusagen setzen kann und ja, dann das Ganze nochmal ein bisschen platzieren kann. Hier muss ich nochmal neu rumgehen. Das gefällt mir noch nicht so. Hier hinten die Ecke ist auch noch nicht so mega perfekt. Aber es muss auch gar nicht ganz perfekt später sein. Wenn das, jetzt habe ich voll viel entfernt. Wenn das später nicht ganz genau passt, dann macht das gar nichts. Ist ja auch nur Franchise, ne? Ist ja nicht Sandbox. Das heißt, wir müssen jetzt nicht einen Mega-Schönheitswettbewerb beginnen. Aber es sollte eigentlich relativ gut funktionieren jetzt hier mit dieser grünen Fläche, weil hier werden wir später so eine Art Brunnen oder sowas draufstellen, denke ich mal. Und ja, das sollte dann auf jeden Fall den Zweck erfüllen, weil die Wegplanung möchte ich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen genauer machen, weil die möchte ich später nicht alles überarbeiten noch. Weil wie gesagt, der Zoo muss jetzt erstmal eigentlich nur funktionieren und nicht schön aussehen in der ersten Folge. Weil ich muss natürlich erstmal ein bisschen den Zoo wirtschaftlich zum Laufen kriegen und Geld reinkriegen und sowas. Und natürlich unsere ersten Tiere, die müssen wir heute auf jeden Fall freilassen. Es geht gar nicht anders, ansonsten würden wir richtig ordentlich Kohle verlieren. Das wäre gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob das zu klein ist am Weg. Ich möchte den aber hier wirklich so ein Stückchen lang führen, den Weg. Da wird dann auch unser erstes Gehege direkt hinkommen. Jetzt habe ich mich verklickt, meine Güte. Ich mache hier so einmal den Weg irgendwie rum. Finde ich eigentlich relativ interessant. Wenn ihr so scharfe Ecken habt, die ihr so ein bisschen ausbessern wollt, dann müsst ihr hier einfach einmal einen Weg platzieren und wieder entfernen. Und schon seht ihr, die Ecke ist so ein bisschen abgerundet. Auch immer relativ simpel. Und je größer ihr den Weg habt, desto mehr wird das Ganze abgerundet. Kann ich euch auch hier nochmal zeigen. Wartet mal, wenn ich jetzt zum Beispiel den Weg größer mache, kann ich hier klicken, Rechtsklick und jetzt seht ihr, das Ganze ist noch viel mehr abgerundet. Also das klappt wirklich wunderbar. Muss halt die Wegtools nur so ein bisschen verstehen. Und der nächste Weg, der wird wahrscheinlich auch so ein bisschen breiter sein und dann hier hinten abgehen. Aber wie genau der verlaufen soll, das weiß ich noch nicht. Also ich lasse den erstmal so stehen hier, dann passt das eigentlich. Oh, okay, ich weiß nicht, ob das... Ne, das passt eigentlich, passt schon. So, jetzt ist es sogar relativ abgerundet. Das wird dann sozusagen der Hauptweg. Das hier wird so ein kleiner Nebenweg dann werden von unserem Zoo-Eingangsbereich. Und hier wird auch direkt das erste Gehege hinkommen. Aber jetzt müssen wir eigentlich erstmal die ganzen Einrichtungen platzieren, die wir später brauchen werden. Da haben wir ja die Mitarbeitereinrichtungen. Eigentlich könnten wir gerne dieses Ding hier platzieren. Da ist ja eigentlich so alles drin, was man braucht. Relativ kompakt. Ist natürlich ein bisschen teurer, als wenn man alles einzeln platziert, aber dann sieht es nicht ganz so schäbig aus. Also ich glaube, ich werde das machen, das Geld investieren und einfach mal dieses Ding platzieren. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Hm, ich weiß nur nicht, wie rum das am klügsten ist. Ich denke mal, ich mache das hier hinten erstmal in die Ecke, da wird es uns am wenigsten stören. So, da müssen wir jetzt einmal die Wege drumherum bauen, aber das ist ja auch kein Problem. Und wir verbinden den einfach erstmal hier an dieser Stelle. So, jetzt haben wir schon mal alle Mitarbeitereinrichtungen, haben aber nur noch 14.000 Dollar. Also das wird richtig, richtig knapp. Wir gehen mal direkt in den Tierhandel und schauen mal nach dem Tier, was ich gerne als erstes bauen würde. Oh, ein Erdferkel, das ist ja auch süß. Ich kenne halt noch nicht mal alle Tiere, das ist echt schade. Hm, ich möchte aber gerne das, wie heißt denn das, irgendwas mit Chinesisch heißt das, glaube ich. Dieses Schuppentierchen. Chinesisches Schuppentierchen müsste das heißen. Ich hoffe, das gibt's ja. Eigentlich müsste es ja alle geben, oder? Da ist es. Da ist das kleine Ding. Oh, habe ich die jetzt gar nicht aktiviert? Filter. Okay. Muss man sogar noch draufklicken. Die sind ja richtig teuer. Ah, hier. Nee. Cool. Hier, die Weibchen. Nee, allgemein sind die teuer. Warum war denn der jetzt hier so? For Freak quasi. Die anderen werden hier richtig teuer angeboten. Ich hätte gerne noch einen zweiten, muss ich sagen, davon. Wir können ja später nochmal schauen, ob das Ganze, ob wir da noch einen finden. So zwischendurch mal. Vielleicht finden wir noch einen weiteren für
Gold und nicht für Arterhaltungspunkte. Aber ihr seht schon, ich glaube, wir könnten jetzt den wir gerade gekauft haben, quasi wieder reinstellen und hätten schon Arterhaltungspunkte verdient. Das wäre gar nicht so verkehrt. So, wir bauen jetzt erstmal hier das erste Gehege. Das Ganze machen wir natürlich am besten mit diesem Zaun erstmal, weil dieser Zaun ist relativ flexibel, was das Bauen angeht. Und man kann den ja im Endeffekt dann immer austauschen. Machen wir mal erstmal hier eine gerade. Ich werde auf jeden Fall direkt hier vorne dran bauen, weil ich auch immer überlegen muss, dass die Spendenboxen da später noch hin müssen. Aber das können wir im Nachhinein ja auch noch alles bearbeiten. So, wir machen mal den Abstand nicht ganz so lang hier. Und dann bauen wir schön hier am Weg entlang. Ich wusste gar nicht, dass diese kleinen Schuppentierchen, die scheinen sehr beliebt zu sein, dass sie so teuer sind, was Arterhaltungspunkte angeht. Aber ich habe leider noch gar keine Ahnung, wie das preislich aussieht mit den Tieren. In der Beta war ich ja relativ gut informiert, was das anging. Habe ich mich ja ganz gut reingefuchst, aber ich habe mich halt bis jetzt noch gar nicht damit beschäftigt. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Tiere ihr so am liebsten sehen würdet. Natürlich gerne ostasiatische Tiere. Was ist die Kurve hier so hässlich? Das verstehe ich nicht. Fangen wir mal von dieser Seite hier an. Vielleicht geht das dann ein bisschen besser. Nee, abrunden. Echt Dachs. So, jetzt ist sie doch schon einige schöner. Man kann sie noch perfekter machen, indem man dieses Ding hier vorne hin bewegt. Und dann ist es fast schon ideal. Also es ist natürlich noch viel zu groß hier für so ein chinesisches Schuppentier. Ich denke mal, ich werde hier schon um die Kurve gehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Platz sie brauchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht allzu viel brauchen. Wir können ja mal ganz kurz hier im Zoopedia gucken bei den Dingern. Schauen wir nochmal einmal Liste aktualisieren. Das werde ich sehr, sehr häufig machen hier in diesen Videos, weil wir halt immer gucken müssen, ob wir günstig Tiere schießen können. Ich glaube, ich hatte gerade richtig Glück. Bin mir ziemlich sicher. Wenn ich ein günstiges Weibchen sehe mit einer guten Fruchtbarkeit, 7,5 Jahre. Der hier ist 13,6. Das heißt, es lebt auf jeden Fall noch ein bisschen, ne? Soll ich mir das holen? Na komm. Nein! Okay, hat nicht geklappt. Schade, schade. Hätte ich mir mal holen sollen. Da hätte ich auf jeden Fall Männchen, Weibchen gehabt. Vom Aussterben bedroht. Oh, okay. Das ist natürlich bitter. Gut, der Lebensraum stimmt. Tropen gemäßigt. Haben wir hier. Und asiatisch natürlich. Natürlicher Lebensraum. Gruppengröße 1 bis 3. Das ist gut. Das ist sehr entspannt. Bis zu 3 Männchen, bis zu 3 Weibchen. Okay. Also sehr, sehr entspannte Tiere. Wie alt werden die? Wo steht denn das nochmal? Frage. Hier steht ja alles. Wo steht, wie alt die werden? Da. Lebenserwartung 13 Jahre. Das ist natürlich auch eine wichtige Info für uns. Uff, okay. Habe ich jetzt hier auch die Quadratmeter gesehen? Ja, hier. Alles entspannt. Temperaturanforderungen sind wir auch drin. 12 bis 40 Grad. Also das sind super Tiere für den Anfang, denke ich. Dann können wir direkt weiterbauen. So, das Gehege. Das soll auf jeden Fall hier noch ein Stückchen umgehen. Definitiv. Die muss wieder abgerundet hin. Aber wir müssen hier ein bisschen verkürzen, das Ganze. Damit wir auch gut hier um unsere Kurve kommen. So. So. Und so. Okay, ich glaube, ich gehe noch ein Stück weiter. Und jetzt will ich hier eigentlich schon einmal hier rumgehen. Verlängern wir mal das ganze Ding. Ein wenig. Kann ich vom Winkel hier nicht schärfer gehen? Anscheinend nicht. Wahrscheinlich schon fast viel zu groß. Das süße Schuppentierchen. Aber ich möchte natürlich eine interessante Gehegeform später haben. Schön abgerundet, weil eckig ist langweilig. So, und wir fangen erst hier vorne an, würde ich fast sagen. So, nee, das wollen wir nicht. Machen wir mal ein bisschen kürzer, dann können wir nämlich hier die Kurve etwas besser regeln. Den machen wir auch nochmal rückgängig. Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder verklickt, aber die Form gefällt mir eigentlich schon relativ gut, muss ich sagen. Machen wir hier nochmal. Welcher Knopf ist das eigentlich abzurunden? Das sollte ich mir vielleicht mal raussuchen. Die Taste dafür. Weil da verklicke ich mich schon sehr häufig mit und dann muss ich das jedes Mal wieder so einstellen. Und Hotkeys lernen ist immer gut. Gerade bei solchen Spielen, die man so viel spielt. Denn dazu werde ich ja noch viele, viele Spielstunden haben. So. Das fand ich vorher besser, die Schwingung. Warte, machen wir mal zwei rückgängig. Nee, die war so besser, wie ich sie gemacht hatte. So ist das schon in Ordnung.
Aber der Zaun wird natürlich nicht so bleiben. Ich denke mal, ich werde da später Holz draus machen, oder? Was passt denn bei Asia so? Jetzt müssten wir halt gucken, wie unsere Gebäude und das Drumherum so ein bisschen aussieht. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal Holz machen, weil Holz finde ich immer mega passend. Und wir machen, ich denke mal, die Dinger... Oh, jetzt habe ich hier eine Zwischensäule eingebaut. Diese Dinger sind wahrscheinlich nicht so, dass die hüpfen können. Sie sehen zumindest nicht so aus. Das heißt, wir können hier... Ah, was mache ich denn hier? Komplett überfordert mit der Steuerung. Ist ja unglaublich. Also wir machen hier den Zaun so ein bisschen runter. Dann können hier die Gäste nämlich direkt rüber gucken. Finde ich eigentlich immer ganz schön sowas. Und dann können wir direkt hier hinten schon mal eine Tür einbauen. Die werde ich, denke ich mal, hier auf die Rückseite machen. Damit die Gäste davon gar nicht viel mitkriegen. Und natürlich ein Mitarbeiterweg. Der wird dann irgendwo hier hinten lang gehen. Aber ich werde hier nachher auch noch so ein schönes Gebäude bauen. Definitiv. Wenn wir dann die ganzen asiatischen Sachen freigeschaltet haben. Was ich wahrscheinlich bis zur nächsten Folge vorbereiten werde. Dass ich so ein bisschen erforsche und sowas. Und mal gucke, weil diese Folge werden wir das nicht schaffen. Wir werden diese Folge das erste Gehege fertig kriegen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir den Park so ein bisschen wirtschaftlich gestalten. Dass wir zumindest Geld reinkriegen. Das wäre nämlich mega wichtig. So, was brauchen wir denn hier? Eine Pflegerhütte brauchen wir hier. Werde ich jetzt auch erstmal die nackte Hütte hier nehmen. Wobei es wahrscheinlich sogar reichen würde, wenn... Wie viel Geld habe ich noch? 13.000. Nee, können wir easy bauen. Würde wahrscheinlich reichen, wenn die hier drin mit drin ist. Da wird wahrscheinlich eine drin sein. Und deswegen wäre das gar nicht so problematisch. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in den Tierhandel. Oh. Oh mein Gott. Oh. Wieso werden die denn so teuer angeboten? Man kann die ja easy locker kaufen. Oder wollen die Leute einfach nur absnacken? Gut, ich habe jetzt 3 Männchen. Perfekt, Leute. Also viel besser geht's gar nicht. Jetzt müssen wir natürlich hier auch noch Mitarbeiter einstellen, die uns auch Geld kosten. Einmal einen Tierpfleger machen wir mal. Ein Zoopfleger werden wir auch nicht drum herum kommen. Ein Tierarzt werden wir nicht drum herum kommen. Und wir werden auch nicht über einen Techniker drum herum kommen. Oder um einen Techniker drum herum kommen. Weil den brauchen wir spätestens zum Erforschen dann. Tada, da sind sie. Ist auch schön, das Spiel mal in Bewegung zu sehen. Wenn ich Sandbox spiele, dann ist das Spiel eigentlich... Gefühlt immer aus. Bisschen doof eigentlich, muss ich sagen. Alles Männchen, also keine Kinder für uns. Sehr, sehr schade. Macht aber rein gar nichts. So. Kann die auch alle markieren, oder? Wie geht das denn? Keine Ahnung. Wir machen mal so und schauen mal, dass wir hier vorspulen, dass die Tierchen reinkommen. Da kommt er schon mit dem ersten... chinesischen Schuppentierchen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die so noch nie freigelassen. Habe sie aber schon mal gesehen. Wie klein der Karton schon ist. Oder der... die Kiste. Oh! Der ist ja putzig. Schaut ihn euch an. Die nicht niedlich. Was haben die denn für komische Pfoten? Die sind so richtig umgeklappt nach vorne. Voll interessant. Coole Tierchen. Also den dritten... Holen wir natürlich, den holen wir gleich rein, passt schon. Wir gestalten jetzt erstmal das Gehege, weil die werden zu 100% hier nicht glücklich sein. Ja, Gehege sieht man schon hier, Gelände, alles noch eine Katastrophe. Viel zu viel langes Gras, die brauchen viel mehr Erde und das werden wir denen jetzt auch geben. Gelände und dann nehmen wir die leichte Erde. Schwere Erde gibt es auch, machen das Tool natürlich kleiner. Und dann fangen wir mal an, hier so ein bisschen langes Gras wegzumachen. Vom Platz her mehr als ausreichend. Wir hätten sogar doppelt so klein bauen können. Also alles ganz entspannt. So, hier vorne machen wir mal ein bisschen schwere Erde hin. Damit das so aussieht, als wenn hier der Eingang auch benutzt wird. Sieht dann so ein bisschen aus wie so ein kleiner Trampelpfad. So, jetzt haben wir ein bisschen zu wenig kurzes Gras, aber das ist ja kein Problem. Wir können ja noch so ein paar Stellen begrünen. Dann haben die halt schon so ein sehr erdreiches Gehege. Den Unterstand werde ich auch später hier hinbauen. In Verbindung mit so einem kleinen Häuschen. So ist es zumindest geplant. Aber das ist auch eine Sache, die kann ich eigentlich erst machen, wenn dann die ganzen Deko-Sachen freigeschaltet sind, weil ich die halt brauche für den Hausbau. Ich glaube, ich werde hier sogar noch... Nee, ich werde, glaube ich, kein Wasser machen, oder? Soll ich einen Wasserbereich machen? Brauchen wir halt auch so eine Wasserreinigungsanlage. Wir haben noch 11.000... Ich hoffe, dieses eine Tier reicht erstmal aus, dass wir Money machen. Jetzt ziemlich wichtig für uns.
Ich würde also Kleinwasserbereich mache ich mal hier hin. Gucken, wie das jetzt wäre. Das geht gar nicht. Ich habe schlecht geglättet. Oh, so ein kleiner Planschbereich reicht mir, glaube ich, schon. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Können sich wenigstens mal abkühlen, wenn es denen zu warm ist. Aber aufgrund dessen brauchen wir jetzt auf jeden Fall bei der Einrichtung noch so einen eine Wasseraufbereitungsanlage. Die brauchen wir definitiv. Bringen wir auch mal erstmal hier hinten an. Das werden dann hier diese beiden Gebäude, werden wir dann einfach in dem Mitarbeiterhäuschen, was ich hier mache, verstecken. Und dann wird das alles relativ schön aussehen, denke ich mal. So, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Dann hier noch ein schöner Brunnen hin. Und dann könnte das echt ein nicer Eingangsbereich werden soweit. Aber wir machen natürlich jetzt hier weiter für unsere süßen Schuppentierchen. Ich möchte auch gerne eigentlich noch so ein bisschen Sand hier reinmachen. Ich meine, warum nicht? Ein bisschen sandiger Boden kann ja nicht schaden. Unterm Wasser. Das wird ja hoffentlich dem Tierchen gefallen, ne? Ja. Auch wenn er nicht so gerne Sand hat. Ist alles noch im grünen Bereich. Pflanzen können wir auch gleich nochmal gucken. Oh, der braucht sogar ein paar Pflanzen. Aber wir machen jetzt erstmal einen vorläufigen, stabilen Rückzugsort. Den werde ich jetzt auch super simpel machen. Wir werden hier, nee, nicht Stämme. Wir nehmen mal eben einen Balken, suchen wir uns mal eben draus. Wir bauen jetzt einfach ein stumpfes Viereck, Leute. Erstmal die Stelle, wo dann später unser richtiger Rückzugsort hin soll. Bauen wir jetzt erstmal einfach so ein Viereck hin, wo die dann unter können. Muss erstmal reichen. So, und dann kommt hier noch einfach so ein schönes Dach drauf und dann hat sich die Sache. Meint ihr, das zählt als Dach? Gucken wir mal. Ein wunderschöner Rückzugsort. So, schauen wir doch mal. Stabiler Rückzugsort, alles am Start, alles grün, so soll es sein. Machen wir noch ein paar Pflanzen, da brauchen wir natürlich Kontinent Asien, Tropen und gemäßigt. Das sollten wir auch easy hinkriegen. Machen wir hier den Filter an. Kontinent Asiaten, Biome Tropen und gemäßigt. Und dann können wir schon loslegen mit der Gestaltung so ein bisschen. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe tatsächlich mit diesen Pflanzen auch noch nicht so viel gearbeitet. Aber ich würde ganz gerne das Ding offen behalten. Der braucht sogar relativ viele Pflanzen. Das heißt, wir könnten sogar... Was sind das denn für Pflanzen? Ich glaube, das sind so Dinger, die an der Wand wachsen. Kann das sein? Da sind richtig interessante Sachen bei. Not bad. Hier mal diesen wunderschönen Baum hin. Die sehen allgemein schön aus, diese Bäume, ne? Hammer. Ich glaube, hier vorne finde ich den eigentlich ganz cool. Der hier so ein bisschen rüberragt. Verdeckt ja auch nicht wirklich die Sicht. Das geht noch voll klar. Oh, wir sind schon fast im grünen Bereich. Okay, easy. Die Bäume finde ich nice hier. Ultra cool. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich glaube aber, zwei von denen reichen mir. Schon ganz nice. Vielleicht können wir jetzt noch... Ja, das sind natürlich richtig gute Bäume, aber die werde ich erst später bei den Pandas und so machen. Sowas könnte man auch überlegen, hier vorne noch an die Wände zu machen. Aber das ist mir jetzt alles zu viel. Das werden wir später planen, wenn... ja, wenn hier alles... Das Häuschen steht und so. Ansonsten machen wir jetzt hier einfach noch so ein paar andere Pflanzen, würde ich fast sagen. So... Oh, vielleicht haben wir hier noch eine andere, so ein Büschchen. Ein kleiner Busch. Warum nicht? Wobei der echt ein bisschen die Sicht verdeckt. Vielleicht besser hier hin machen. So, und... Also hier passen ja alle asiatisch, hätte ich gar nicht gedacht. Na, den finde ich hier nicht so passend. Wir sollten vielleicht auch erstmal Felsen machen. Aber erstmal soll die Bepflanzung soweit stimmen. Wir sind ja schon fast im richtigen Bereich, also alles ganz locker easy. Es wird sich hier alles auch nachher noch ein bisschen ändern vom Gehege her. Sobald wir halt das ganze Thema freigeschaltet haben. Die sind echt schön, diese asiatischen Pflanzen, die gefallen mir richtig gut. Wir brauchen eigentlich jetzt nur noch so ein paar kleine Pflanzen. Ich mache hier den hin. Und Farn kann man nie genug haben. Farn ist immer schön. Und damit sind wir auch schon im grünen Bereich, also lassen wir es erstmal so weit sein. Was haben wir hier? Machen wir mal eben die Filter aus und packen hier auch noch den einen oder anderen Felsen rein. Da entscheide ich mich, glaube ich, entweder für diese hier oder für diese hellen. Ich glaube, ich nehme diese hellen Felsen, die finde ich ganz schön. Da platzieren wir mal hier am Wasser ein paar. Am Wasser ist natürlich immer ein guter Ort für Felsen. Definitiv.
haben wir hier so ein ganz paar hinten in die Ecke und sowas. Dann reicht das eigentlich schon fast. So, wunderschön. Haben wir schon mal hier ein paar Pflanzen, ein paar Felsen drin. Und jetzt müsste es denen eigentlich schon relativ gut gehen. Unseren Schuppentierchen, genau. Nur die Lebensqualität. Aber die können wir soweit. Hier ist alles auf 100. Mega nice. Und ist der Hauptweg nicht auf 100? Ja, jetzt ist er. Okay, die Lebensqualität. Dafür müssen wir erst den Tierarzt herholen. Das machen wir jetzt auch mal. Wir holen jetzt erstmal noch das dritte Schuppentierchen, was ich vorhin nicht angeklickt habe. Hier rein. Und jetzt schicken wir mal eben unseren Tierarzt los. Der soll hier mal die erforschen, damit wir hier auch ein bisschen vorankommen. Und natürlich der Techniker soll so ein bisschen Design Ostasien hier, da ist es, das erforschen. Das werden wir nämlich brauchen. Das werde ich auch zum nächsten Mal dann so ein bisschen vorbereiten, dass da so einiges erforscht ist. Und jetzt können wir uns nochmal unsere süßen Schuppentierchen angucken. Ah, die haben noch gar keine Einrichtung. Oh, die habe ich ganz vergessen. Wir brauchen natürlich auch noch Gehegeeinrichtung. Art chinesisches Schuppentier. Perfekt. So ein Ding ist eigentlich nutzlos, wenn ich Wasser habe, ne? Aber ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn die dann da wirklich hinkommen und dann von diesem Ding trinken. Dann kommen die auch hier vorne zu den Gästen. Das finde ich nice. So, eine Schlafmöglichkeit klein machen wir jetzt auch erstmal hier unter. Zwei Stück. Also wir haben drei Tierchen. Sollte dann reichen. Und eine kleine Futterschüssel, oder? Ja, für die kleinen Dinger. Warum nicht? Mache ich hier eine hin und vielleicht hier vorne. Dann können die sich wirklich hier so ein bisschen verteilen, dass die Gäste auch eine gute Sicht haben. Was ist das hier noch? Eine Wasserschüssel. Die brauchen wir nicht. 8000 haben wir noch. Wir müssen jetzt unbedingt Kohle reinkriegen, Leute. Was dafür noch wichtig ist, ist eine Spendenbox. Problem ist, ich bin es halt echt nicht mehr gewohnt, wirtschaftlich zu arbeiten bei Planet Zoo. Das ist wirklich problematisch so ein bisschen. Ich platziere es jetzt hier einfach mal mitten in den Weg, in der Hoffnung, dass er später am meisten Kohle abwirft. Die werden wir später auch noch einfärben. Die kann man nämlich hier farblich auch ändern. Passen wir dann... Ich mache jetzt nicht diesen. Das kleine Ding kann ja wohl nicht über eine fünfmal so große Wand klettern, oder? Oder kann das Ding klettern? Kein blassen Schimmer, Leute. Ich meine, der hat so Klauen vorne, ne? Ich könnte es mir vorstellen. Der läuft total witzig. Mit umgeklappten Pfötchen. Ist auch voll niedlich. Oh, wunderschön. Tolles Tierchen. Ich hoffe, der fühlt sich wohl, der Kleine. Ich hoffe es wirklich. Ist halt jetzt wirklich noch ein sehr simples Gehege, aber ich finde es von der Form sehr cool. Also, es wird später ziemlich nice aussehen. Wenn wir dann auch noch vielleicht so eine kleine Höhle und sowas für die hier in die Ecke machen. Würde sich ja fast anbieten. Hier dann so ein Häuschen. Ach, ich habe schon coole Ideen für das Gehege, wenn wir alles freigeschaltet haben. Mega nice. So. Geht's aber soweit echt gut. Ihr sollt nicht ausbüchsen. Ist halt auf diese blöde Lebensqualität. Wir schauen nochmal ganz kurz in den Tierhandel ein letztes Mal und gucken mal, ob wir ein Weibchen zufälligerweise erwischen. Oh ja. War doch jetzt für Dollar, ne? Ja, Arterhaltungsfutter habe ich nicht ausgegeben. Ich kaufe die einfach mal alle. Scheinen ja irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich die wieder verkaufen kann, ist die Frage. Und wie viele ich da jetzt reinmachen kann. Ja, drei Adults nur. Also einen weiteren können wir nicht reinmachen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier ein Weibchen reinmachen sollte. Ich glaube, das macht Sinn, ne? Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie die Fruchtbarkeit von unserem Weibchen ist. 50%. Das heißt, wir nehmen jetzt hier am besten ein Männchen raus, was eine schlechte Fruchtbarkeit hat. 50%. 66. Sehr schön. Wo ist der letzte? Hello, dude. Was ist er denn? Ach, jetzt ist er hier. Und wie viel hast du? Auch 50. Das heißt, du hier bist mit Abstand der Schlechteste. Es tut mir sehr leid für dich, mein Kleiner. Aber du kommst jetzt ins Handelszentrum. Weil da kommt jetzt nämlich ein schönes Weibchen rein, damit wir hoffentlich kleine, süße Schuppentierbabys bekommen. Das wäre so ein bisschen der Traum. Da ist es. Das Weibchen. Sieht das anders aus optisch? Keine Ahnung. Schauen wir doch mal. Nö, oder? Ich glaube nicht. Die laufen richtig süß. Richtig coole Tiere.
Mega nice. Ich freue mich schon auf die Babys tatsächlich. Vielleicht können wir die auch gewinnbringend schon mal für ein paar Arterhaltungspunkte verkaufen. Würde ich mich sehr darüber freuen. So, wir schauen mal ganz kurz hier auf unsere Finanzen. Und die sehen jetzt erstmal wie eine Katastrophe aus, ne? Obwohl, Gesamtgewinn 800. Ist gar nicht so schlecht. Na gut, wir haben 32.000 für Käufer ausgegeben. Kontinuierliche Ausgaben sind 1.300. Einnahmen sind 2.400. Das heißt, wir sind auf jeden Fall im Plus, weil diese beiden Werte sind niedriger als dieser Wert, Einnahmen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall Plus. Ich würde sagen, wir platzieren jetzt hier nochmal so ein paar Bänke und den ein oder anderen Laden für die Gäste, damit die noch mehr Geld ausgeben können. Können wir eigentlich auch den Eintrittspreis hier erhöhen? Das ist wirklich cool, mal das Spiel so zu spielen, dass man auch... Wir lassen den erstmal bei... Komm. Hier. Kind 3. Es ist wirklich cool, das mal wieder so zu spielen, dass man wirtschaftlich das Ganze sieht. Dann fühlt sich halt ganz anders an. Ist mega nice. So, ich mach mal die Läden erstmal hier vorne einfach hin. Jetzt auch nicht schön gestaltet oder so. Chief Beef und Gulpi. Dann kommen hier noch ein paar Bänke hin. Haben wir die denn? Da. Bank. Haben wir, guck mal, auch nur diese Standardbänke leider. Aber es macht nichts. Einfach nur, dass die Leute sich auch mal ausruhen können. Ich glaube, das brauchen die genau wie einen Mülleimer. Damit die hier nicht alles vollmüllen, die Fiebel. Sollte aber jetzt erstmal soweit reichen, denke ich. Und ich würde sagen, das soll es für die heutige Folge erstmal gewesen sein. Wir haben den Anfang gemacht. Beim nächsten Mal werde ich dann schon so ein bisschen hoffentlich erforscht haben. Und dann können wir uns so ein bisschen an die Gestaltung von dem Eingangsbereich so ein bisschen machen. Freue ich mich schon mega drauf. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.